Wer am 21. Juli bei strahlendem Sonnenschein den Weg auf den Hexentanzplatz fand, konnte an der Jubiläumsfeier des Tierparks Hexentanzplatz teilnehmen. Seit 40 Jahren besteht die Einrichtung und hat sich seitdem schrittweise weiterentwickelt und präsentiert heute eine umfangreiche Artenvielfalt. Mit dem alljährlichen Tierparkfest feierte man zusammen mit den Besuchern den 40. Geburtstag. Von 10 bis 17 Uhr gab es auf dem gesamten Gelände abwechslungsreiche Angebote. Ein wahrer Besucheransturm bewegte sich ab 11 Uhr um die vielen Tiergehege. Leider ließen sich in der warmen Sommerhitze nicht alle Tiere erblicken. Die Luchskatze versteckte sich im dichten Grün und die Wölfe konnte man auch nur in der Entfernung sichten. Ganz anders bei den Waschbären. Einige stehen einfach gerne im Rampenlicht. Unter den vielen Tieren gab es auch einige Jungtiere, wie zum Beispiel bei den Wildschweinen zu sehen. Wie viele bereits mitbekommen haben, wird nahe der Walpurgishalle und dem Bergtheater auf dem ehemaligen Gelände der Walpurgis-Gaststätte ein neues Gebäude errichtet. Was dort wann und in welcher Form entsteht, erklärte uns die Museumsleiterin Cindy Rattay. Am Hexentanzplatz entsteht ein neues Erlebnismuseum, das heißt Harzeum. Unser Slogan ist Tierwelten entdecken, Hexenzauber erleben. Also es wird eine Ausstellung mit Präparaten der einheimischen Tierwelt geben und für einen späteren Zeitpunkt ist noch eine Ausstellung zum Thema Hexenzauber geplant. Der Rohbau ist soweit fertig, im Moment läuft der Innenausbau auf Hochtouren und wir hoffen, dass wir Sie bald bei uns begrüßen können. Die Baumaßnahmen sind nach dem langen Winter zügig vorangeschritten. Unzählige interessierte Besucher des Hexentanzplatzes konnten sich davon in den letzten Monaten überzeugen. Die Außenarbeiten sind abgeschlossen, das Gebäude und der Eingangsbereich sind fertiggestellt. Momentan laufen die Innenarbeiten auf Hochtouren, sodass im Herbst dieses Jahres die Eröffnung gefeiert werden kann. Weitere Informationen können Sie auf der Internetseite www.harzeum.de einlesen. Für die Kinder gab es eine Hüpfburg. Der Förderverein des Tierparks hielt bei einer Tombola Lose bereit und für das leibliche Wohl standen reichlich Angebote parat. Kommt schon, die Nummer 40 gezogen ist. Also der Papa kam. Ein Los siehst du auch? Noch eins und dann probierst du ein. Mal sehen. Ein. Wieder mal ein. Okay. Läuft ihr zur Bühne? Auf der Showbühne präsentierten lustige Darbietungen wie die des Kindertheaters Wobbel Pantoffel aus Berlin abwechslungsreiche Unterhaltung. Alle für dich in D-Dur. 3, 4,
Hänsel und Gretel verlieben sich. Also das muss es ja nun gerade nicht sein. Das ist aber sehr schön. Doch ja. War es finster und auch so bitterkalt. Drummel, Wichse, Grummel, Schnacke, Mann bei uns tot tanzen, bring. Jetzt war's gut, jetzt hast du dran. Eins, zwei. Auch die lustige Halberstädter Papageienshow kam beim Publikum gut an. Generell sprach die Anzahl der Besucher an diesem Nachmittag für sich. Ja, uns gefällt es jedes Jahr hier wieder. Wir kommen jedes Jahr hierher zum Tierparkfest. Wir stammen aus Thale. Uns gefällt es hier sehr gut. Die Atmosphäre, die Leute, die Bewirtung, Kaffee und Kuchen, das Bärengehege, das gefällt uns sehr gut. Und vor allen Dingen die Otter machen einen viel Freude, wenn man die sieht. Und die Wölfe.